Welcome, Schwestern. Welcome in Atishas Herzmeditation. Ah, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Ich freue mich, mit euch zusammen diese Praxis von Atisha weiterentwickelt von Chamali und Arjuna Adar heute mit euch zu praktizieren, damit wir uns Mitgefühl kultivieren können und auch einen Weg haben mit starken, schmerzhaften oder uns anspannende Gefühle in Fließen zu kommen, in Bewegung zu kommen. Ja, damit wir damit sein können und nicht zumachen oder weggehen davon. To live with an open heart is to live with a broken heart. Mit einem offenen Herz zu leben, ist auch mit einem sehr viele Gefühle verdauen können. Ja, vor dass wir in Atishas Herzmeditation anfangen, möchte ich ein bisschen Zeit nehmen, einen Moment nehmen, dass wir unseren Körper spüren, dass wir uns spüren und uns helfen dadurch, um nach innen zu gehen. So, ich lade dich ein, um deine Hände auf dein Herz zu bringen. Oh, und ein paar Mal tief in den Herz zu atmen und oh, dein Herz zu spüren und vielleicht auch alles, was da gerade bei dir in diesem Moment lebendig ist oder vielleicht auch ein bisschen eng ist oder was auch immer. Wie fühlt sich gerade dein Herzensraum an, dein Brustraum an? Wenn du magst, so kannst du natürlich deine Hände auf deine Brust oder auf deine Brüsten legen oder dazwischen auf dem Brustbein, damit es noch leichter ist, deine Aufmerksamkeit dahin zu bringen und zu spüren. Und vielleicht auch mit dem Atem da mehr Raum zu kreieren, dadurch es noch leichter ist, dich da zu spüren. Und dann erlaube dein Atem oder dein Herzensraum weiter auszudehnen nach alle Seiten, bis in deine Hände, in den Kopf, Solarplexus, Bauch. Du kannst auch den Hand von den einer Hand über dein Solarplexus, über deinen Bauch zu den Schoßraum bewegen und den Atem mit den Atem den Herzensraum und den Schoßraum verbinden. Ein Raum in dein Brust- und Schoßraum und alles dazwischen. Erlaube dich auch zu spüren, was gerade in deinem Schoßraum ist, in deinem Bauchraum. Du kannst auch deine Hände über deinen Bauchraum bewegen, in den Schoßraum,
um das zu spüren, was ist da gerade. Und den Herzensraum durch den Atem mit dem Schoßraum verbinde. Ein Raum. Unsere Tempel. Und wir nennen Mitgefühl auch warme Präsenz, ganz praktisch. Kannst du den Präsenzwärme hinzufügen? Wärme, warme Präsenz, den Wärme deines Herzens. Kann sich über deinen ganzen Körper ausdehnen, mit deinem Atem, in deine Armen, Ärmen, deine Hände, dein Nacken, Kopf, in die Beine, in die Füße. Kannst den Hand nochmal über den Bauch zu den Herzensraum, beide wieder auf dem Herzensraum sein. Den warme Präsenz deines Herzens über die Arme in die Hände fließen lassen. Liebevolle Präsenz. Und dann streiche mit deinen Händen deinen Körper. Spüre die Grenze deines Körpers. Streiche dir und fühle, empfange diese warme Präsenz in deinen Körper. Und streichle dich überall, wo du gerade jetzt ein bisschen Berührung und Aufmerksamkeit und Wärme spüren kannst, möchte, empfangen möchte. Ich bin hier, hier in meinem Körper, in meine Hände, mein Gesicht, Ohr, mein Hals, meine Nacke. Ich bin hier. Du kannst dich umarmen und deine Arme berühren. Nimm einen Moment, um dich richtig zu umarmen. Es fängt immer erst mit uns an. Schau dich mit den Augen der Liebe. Erlaube Freundlichkeit und Sanftheit. Ich bin hier. Magst du deine Nieren, deine Hinterrücken ein bisschen warm hubeln? Hüfte sanft über den Schoßraum, Bauch. Brust, rubbele hier, oberhalb von den Brüsten. Und dann Ruhe erneut auf dein Herzen, Herzensraum. Spüre, wie es sich jetzt anfühlt. Was nimmst du wahr? Und dann erlaube deine, nimm mir den Untergrund, den Boden, den Stuhl oder den, wo du auch sitzt. Vielleicht sind deine Füße auch am Boden. Spür den Kontakt mit der Erde, den Boden und den Erde unter. Vielleicht auch tief unter dir.
Alles wird gehalten von der Erde. Das Haus, worin du bist und du selbst. So kannst du dich im Moment in die Erde, mit der Erde verbinden, fühlen, die Verbindung spüren. Als ob du durch deine Wurzeln die Energie der Erde in dir hineinatmest. In deinen Schoßraum und in dein Herz. Und vielleicht sogar durch den Kraun in das Universum. Spüre den Raum rund um dir. Ein grenzenloser Raum an alle Seiten. Und falls du dein Auge noch nicht geschlossen hast, dann lass sie jetzt schließen. Nimm deinen Atem wahr. Spanne dein Gesicht und spanne deinen Körper. Und setz dich so hin. Oder vielleicht liegst du oder stehst du, was dir gerade gut passt. Aber ich empfehle dich zu sitzen und deine Rücke gerade zu haben. Und alles andere darf sich entspannen. Ich fange jetzt mit der Tisches Herzmeditation an. Und so bring dein Atem erneut zu deinem Brustraum. Wenn du magst, kannst du erneut deine Hände da drauf legen. Spüren, wie dein Brust sich hebt und senkt. Und wenn du magst, kannst du dich so ein bisschen zurücklehnen, wodurch noch mehr Raum entsteht vor dir, vielleicht sogar in deinem Brustraum. Spüre, was für dich in der Mitte ist, bequem ist. Lass den Nacken entspannen, Schultern entspannen. Und dann stelle dir vor, in dein Herzensraum ist eine kleine Flamme. Mit jedem Atemzug knirschst du diese Flamme. So wie jedes Feuer Sauerstoff braucht, Luft braucht. Und diese Flamme, ihre Qualität sind Licht und Wärme. Während du diese Flamme näherst mit deiner Luft, deinem Atem, strahlt sie ihre Wärme und Licht aus nach alle Seiten. Es wird immer heller und wärmer in dein Herzen. Von selbst und mühelos. Und während du diese Flamme näherst mit deinem Atem, den strahlt das Licht und die Wärme sich aus über deinen Brustraum.
nach alle Seiten, auch an die Hinterseite, dein Brustraum, dein Herzensraum. Und es strahlt aus, dein Oberbauch, dein Unterbauch, in dein Bauchraum, in Solarplexus, dein Schoßraum. Und über die Beine, die Erde hinein. Die Füße. Empfange diese Wärme und dieses Licht. All deine Zellen. Dein Rücken. Deine Arme, Hände. Dein Nacken, dein Kopf. Und während in Flamme weiter von deinem Atem genährt wird, geht diese Wärme und dieses Licht, dehnt sich über die Grenze deines Körpers hinaus, nach alle Seiten. Vor dir, hinter dir, oberhalb von dir. Und füllt den ganzen Raum rund um dir. Und es strahlt immer weiter hinaus. Und dehnt sich aus über die Grenze deines Hauses. Das Land, wo du dich befindest. Es strahlt sich grenzenlos aus nach alle Seiten. Dein Herz wird so weit wie die Welt. Grenzenlos, über die Erde hinaus. Und während sie sich immer weiter ausdehnt, von selbst und mühelos, bringst du deine Aufmerksamkeit zurück zu deinem Körper, zu deinem Atem und spürst dich hier, spürst den Atem in den Körper, in Kontakt mit ihm. Mit dir, dem Boden. Und bringst erneut deine Aufmerksamkeit in dein Herzensraum, Brustraum. Und stelle dir vor, in dein Herz ist ein offenes Fenster, eine Öffnung in diese grenzenlose Sein. Und du kannst jetzt deinen Atem durch das offene Fenster gleiten lassen. Und es löst sich da auf. So wie jeder Atem sich auflöst in diesen weiten Raum des Herzens. Und aus diesem Raum heraus atmest du in dir hinein, atmest du aus in Qualität des Herzens. Weite, warme Präsenz. Licht und Wärme. Und empfang das. In dir.
Werde dir bewusst von, welche Gedanken gerade hier sind und welche das auch sein. Nehme mit dem nächsten Atemzug diese Gedanken und lass die durch die Öffnung des Herzens reiten in den unendlichen Raum des Herzens. Und atem aus in die Ebene, mentale Ebene, diese Weite, das Licht, die Wärme, die Präsenz. Empfange das, die Ebene der Gedanken. Und dann spüre, was du gerade spürst. Emotionen, Gefühle. Was auch hier ist. Die Ebene der Gefühle. Mit dem nächsten Atemzug. Lass sie durch die Öffnenfenster in dein Herzen gleiten und sich auflösen. Wie den Morgentau in der Sonne. Von selbst mühelos. Nichts haftet hier. Und atem aus. Den Segen des Herzens. Die Ebene der Emotionen und Gefühle. Warme Präsenz, Mitgefühl, Freundlichkeit, Wärme, Licht, Weite. Empfange diese. Und spüre in den Körper hinein. Vielleicht hast du Anspannung oder Verspannung. Sogar Schmerz in deinem Körper. Stelle dir vor, du nimmst diese Körperempfinden und mit dem nächsten Atem lass du sie durch den offenen Fenster in den weiten Raum des Herzens gleiten, wo sie sich auflösen. Tropfen in die Ozean. Und atem aus, Medizin des Herzens in deine physische Ebene. Und empfange das dort, wo du es brauchst. Mitgefühl,
Annahme. Sanftheit. Dann labere ich noch mal tief in dir zu spüren. Ist da noch was, was du abgeben möchtest, was dich belastet? Dann lass es mit den Atem durch den offenen Fenster reiten. Und lass es sich auflösen. Und sich verwandeln durch die Alchemie des Herzens. Und atme aus in die Ebene deines Seins. Licht, Liebe, Segen. Weize, Wärme, Mitgefühl. Dann dehne deine Aufmerksamkeit weiter aus. Dein Bewusstsein nach die Menschen, womit du lebst, die du liebst, die dir nahestehen. Und atme deren Gefühle, Gedanken, Körperempfinden ein, das offene Fenster deines Herzens. Erinnere dich, nichts haftet hier. Es löst sich in diese unendliche Weite des Herzens von selbst der Mühe los. So wie jeder Atem sich auflöst und du atmest aus den Segen des Herzens zu all deinen Nahestehenden. Menschen in dein Leben. Und dann dehne deine Aufmerksamkeit aus zu den Schwestern hier im Kreis, vielleicht auch die, die ich erst später praktiziere. Lass dir in Gedanken, Gefühle, Körperempfinden. Das offene Fenster deines Herzens reiten. Und auflösen. Tropfen in den Ozean. Und atme aus. Das Medizin des Herzens. Hier im Kreis. Weit darüber hinaus, in die Kreise der Yoginis, des Schwestern. Dann dehne dein Gewahrsein aus nach Menschen in deine Stadt, in dein Dorf, dein Arbeit, die Frau an der Kasse oder der Mann, der Gärtner, die Nachbarn, alle, die in dein Gewahrsein auftauchen, Atem, Ideen, Gefühle, Gedanken, Körper empfinden. Lass sie auflösen in das offene Fenster, durch das offene Fenster. Auflösen in diese unendliche Weite des Herzens.
Atem aus, den Segen des Herzens, Mitgefühl, liebevolle Präsenz. Alle, die es brauchen. Dann dehne dein Gewahrsein noch weiter aus. Zu den Menschen, die krank sind. Menschen, die in Konflikte sind. Manche Menschen verlassen gerade unser Planet. Mütters, die gebären und Kinder, die auf die Erde kommen. All das, deren Gefühle, Gedanken und Körperempfinden atmen sie ein. Das offene Fenster. Und es löst sich aus und verwandelt sich, so wie Metall in Gold, durch die Alchemie des Herzens. Atem aus, Mitgefühl, Annahme, Segen nach alle, die es brauchen. Dehne dein Gewahrsein weiter aus. Menschen in Gefangenschaft. Menschen im Krieg. Menschen leitende Positionen. Menschen alle Ebenen des Seins. Menschen, die auf diese Erde, wie du und ich, atmen deren Gefühl und Gedanken, Körperempfinden, dass sie auflöst und atmen aus, den Segen des Herzens. Lass sie sich über unsere Planeten zu alle gehen. Ströme, zu Segen, zu alle, ganze Menschen, Familie. Dehne dein Gewahrsein aus. Schließ mit ein, Pflanze, Tiere, die Erde selbst. Tiere in die Ozeane, Erde und auf die Erde und in die Luft. Lass all deren Empfinden in dein Herzensraum die Weite auflösen und atem aus, den Segen, Mitgefühl, Liebe zu allen lebenden Wesen hier auf die Erde. Kapazität des Herzens ist grenzenlos. Und du kannst so wahr dein Gewahrsein über unsere Planeten hinausdehnen in den Kosmos. Zu anderen Planeten und Lebensformen, die Unbekannte, ihre Empfinden einatmen, auflösen und den Segen des Herzens in den Universum verströmen, zu alle, alle Wesen. Und während das von selbst weitergeht, bringst du deine Aufmerksamkeit zurück
zu deinem Herz, zu deinem Körper, zu deinem Atem, zu deinem Kontakt mit dem Boden hier auf diesem Platz, wo du dich gerade befindest. Und spüre in deinen Körper. Manchmal, wenn wir uns so weit ausdehnen, berührt es uns. Und wenn noch etwas in dir ist, was du gerne abgeben möchtest, kannst du das jederzeit machen und auch jetzt. Und lass alles, was du noch abgeben möchtest, jetzt. Das, auch wenn du gar nicht weißt, wie es heißt, was es ist. Lass es strömen. In die unendliche Weite des Herzens, wo nichts haftet. Und atme aus, in dein Körper, in alle Ebenen deines Seins. Diese Liebe, Mitgefühl, Segen des Herzens. Fange es. Und ich lade dich ein, um dich zu entspannen, deine Hände zu entspannen. Du wirst noch ein paar Momente zusammen in Stille verweilen. Du kannst all deine Praxis ruhen lassen und in dein eigenes Sein, in deine eigene Mitte ruhen, verweilen. Baden in die Stille, das Mitgefühl im Sein. Zusammen. Und dann, wenn du soweit bist, kannst du deine Augen öffnen und einen Moment nehmen, um dein rumzuschauen in deinen Platz, wo du bist, und das wahrzunehmen, was du gerade siehst, und zur gleichen Zeit dich spüren, deine Mitte. Dein Herz, dein Sein. Kann ich mit mir sein und auch mit meinen Augen auf wahrnehmen, was um mich herum ist. Und dann werden wir langsam diese Meditation beenden. Mit dem Wissen, dass du diese Praxis jederzeit für dich in dein Leben anwenden kannst. Du kannst jederzeit, wenn intense Gefühle von dir oder anderen da sein, sie durch das offene Fenster deines Herzens abgeben, strömen lassen. Und da muss nichts ändern, aber es macht was mit dir. Es bringt es im Fließen. Und dann ist es leichter, dabei zu sein und gewahr zu bleiben.
Und dann auszuatmen, diese warme Präsenz, diese Annahme, diese Fähigkeit des Herzens, alles sein zu können. In Freundlichkeit, dadurch es leichter ist für uns, um da zu bleiben, offen zu bleiben. Ich danke dir fürs Praktizieren hier. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag, Samstag und Sonntag, Wochenende und Wochen und Tagen danach und auch für alle, die später praktizieren. Alles, alles Gute. Danke, dass du da warst. Widmen in Praxis zu allen lebenden Wesen ausnahmslos. Sei.